Eine kleine Variation machen wir, da beim Tiki-Taka passen. Wenn Sebastian den Ball kriegt, spielst du nicht Hannes den Ball an, sondern du spielst direkt Lars an, den Spiel über den Dritten. Wichtig ist aber, Hannes, wenn du den Ball gespielt hast, dass du eigentlich den Raum genau weggehst, weil im Spiel wieder, wenn ich dein Gegenspieler wäre, spiel mal an, du gehst da weg, genau. Und ich würde dann ja als Gegenspieler vielleicht mitgehen und der Raum wird ein bisschen größer. Also jetzt spielen wir sofort Lars an. Das heißt, du musst etwas schneller loslaufen, weil du hast jetzt diesen Zwischenpass nicht. Kriegen wir hin? Alle bereit? Ja! Und eins, zwei, gut, klasse, sieht gut aus. Halt mal die Qualität. Gut. Und komm, rein. Genau, ja, Sechser spielt nur einen Pass. Jetzt spiel über den Dritten. Jetzt spielen wir den Stichpass rein. Dann schnell durch die Schnittstelle. Nicht zu früh laufen, der Ball entfernt des Spieler. In den Vorraum reinspielen in den Ball. Halt fest, Miguel, halt fest. Okay, letzte Stufe. Wir versuchen mal alles einen Kontakt zu machen. Scharf zu spielen. Und jetzt muss es natürlich richtig da sein. Alle einen Kontakt. Und noch einmal dran denken. Das Hütchen soll nachher symbolisieren den Gegenspieler. Aber mein Hütchen, es ist nicht groß ausruhen, sondern es ist immer in dem Hütchenraum arbeiten. Weil ihr spielt auf den Ball und dann steht ihr und dann merkt ihr selber, wenn der Ball wieder kommt, dass du dann wieder aus einer ruhigen Position in einer Bewegungsposition gehen musst. Bleibt die ganze Zeit in Bewegung. Auch wenn es anstrengend ist. Aber Fußball ist irgendwie auch ein bisschen anstrengend, ja? Alles einen Kontakt mal versuchen. Ja, geh mal. Und komm. Eins, zwei. Versuch einen Kontakt, nicht durchzudrehen. Gut. Reinkommen in die Form. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt flach wieder reinspielen, Hannes. Gut. Gut, habt ihr einen kurzen Pass, habt ihr einen öffnenden Pass, habt ihr einen Schnittstellenpass, habt ihr einen Dreieckspass wieder drin. Spiel einfach weiter, spiel einfach weiter. Komm wieder. Eins, gut. Nicht so viel Schnitt in die Bälle, etwas in den Vorraum spielen lassen. Und spiel weiter, spiel weiter. Ja, jetzt ein Kontakt, jetzt sieht gut aus. Jetzt nochmal Tempo reinkriegen. Zünden in den Raum, sprinten in den Raum. Klasse, klasse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, auch wenn mal eine Laufbewegung nicht dabei ist. Okay, danke.